Thaddäus Selbstmord. 2005 war ich als Praktikant bei Nickelodeon Deutschland und sammelte dort ein Jahr lang Berufserfahrung. Natürlich war das Ganze unbezahlt, hin und wieder wurde mir aber etwas zugesteckt. Für Erwachsene schien das zwar nicht viel, die meisten Kinder wären zu dieser Zeit aber angesichts der Summe ausgeflippt. Da ich direkt mit den Leuten von der Schnitt- und Animationstechnik zusammenarbeitete, konnte ich mir die neueste Produktion schon Tage vor ihrer Ausstrahlung ansehen. Ich komme nun schnell zur Sache, ohne mich länger mit unnötigen Details aufzuhalten. Vor nicht allzu langer Zeit hatten sie den SpongeBob-Film produziert und der gesamten Abteilung fehlte es irgendwie an Kreativität, sodass der Start der neuen Staffel verzögert wurde. Allerdings lag die Verzögerung doch eher an komplexeren Dingen. Es gab ein Problem mit der Premiere der vierten Staffel, die eigentlich vor Monaten bereits hätte ausgestrahlt werden sollen. Zwei Mitarbeiter und ich saßen gerade im Schneideraum, zusammen mit den leitenden Zeichnern und Tonschneidern für den Feinschliff der Episode. Uns wurde eine Kopie der Episode übergeben, die den Namen »Die Furcht der krossen Krabbe« tragen sollte. Anschließend versammelten wir uns um die Leinwand, um sie uns anzusehen. Es handelte sich um ein unfertiges Exemplar und bei selbigen war es unter den Mitarbeitern gebräuchlich, kleine subtile Insider-Witze als Episodentitel zu verwenden, solange das Dokument in der Schnittabteilung umherging. Außer zu ein paar Schenkelklopfern während der Arbeit waren diese Spaßtitel für nichts gut. Also dachten wir uns auch nicht viel dabei, als wir den Titel der uns vorliegenden Episode Thaddäus Selbstmord lasen und hielten es für einen morbiden Witz. Noch während die Folge eingelegt und abgespielt wurde, unterhielt sich einer der Mitarbeiter über den Episodentitel und war dabei sichtlich amüsiert. Die fröhliche Titelmelodie war zu vernehmen, so wie man es von den vorherigen Episoden gewohnt war. Die Handlung begann mit Thaddäus, der das Musizieren auf der Klarinette übte und dabei wie gewohnt auch einige verfehlte Töne ausstieß. Im Freien hörte man SpongeBob herumtoben und giggeln, was Thaddäus dazu veranlasste, an das Fenster zu treten und SpongeBob anzuschreien, dass er heute Abend ein Konzert hätte und daher in Ruhe üben müsse. SpongeBob protestiert zuerst, macht dann aber kehrt um, zusammen mit Patrick Sandy einen Besuch abzustatten. Der oft benutzte Szenenwechsel mit den vielen Seifenblasen im Bild findet statt. Wir befinden uns kurz vor dem Ende von Thaddäus' Konzert. Ab hier wurde es eigenartig. Während Thaddäus spielt, wiederholen sich einige Bildfrequenzen immer wieder, während die Musik von diesem Effekt nicht betroffen scheint. Als er aber aufhört zu spielen, stellt sich auch das Geräusch der Klarinette ein, als hätte die Interferenzen im Bild nie stattgefunden. In der Zuschauermenge findet zuerst ein leichtes, unüberlegtes Murmeln statt, kurz bevor sie mit dem Ausbuhen von Thaddäus beginnen. Allerdings war dies nicht das normale Ausbuhen, wie man es von solchen Zeichentrickserien gewohnt ist. Es war eine ganz klare, pure Boshaftigkeit darin zu hören. Thaddäus war nun in Großaufnahme zu sehen und wirkte sichtlich erschüttert. Es folgt ein Schnitt auf die buhende Menge mit SpongeBob in der Bildmitte. Er buht Thaddäus ebenfalls aus, was nicht wirklich zu seinem Charakter passte. Das war aber noch nicht das Eigenartigste. Was wirklich beunruhigend war, ist die Tatsache, dass jeder Charakter plötzlich sehr realistisch und detailliert wirkende Augen besaß. Natürlich ähnelten sie nicht Augen aus der echten Welt, aber irgendwie wirkten sie ein gutes Stück realistischer als computergenerierte Augen. Diese Augen besaßen große, rote Pupillen. Einige der Mitarbeiter im Raum sahen sich abwechselnd mit beunruhigten Blicken ins Gesicht, offensichtlich verwirrt. Doch da wir nicht die zuständigen Drehbuchautoren waren, stellten wir die mögliche Wirkung auf Minderjährige auch nicht in Frage. Noch nicht jedenfalls. Es folgt ein Schnitt auf Thaddäus, wie er auf dem Rand seines Bettes sitzt und ausgesprochen betrübt wirkt. Der Blick aus seinem Fenster ließ daraus schließen, dass es Nacht war, also konnte das Konzert noch nicht sehr lange zurückliegen. An dieser Stelle der Episode war kein Ton vorhanden. Es war buchstäblich kein Ton vorhanden. Es ging nicht einmal Feedback von den Lautsprechern im Raum aus. Es war, als ob die Lautsprecher ausgeschaltet waren, obgleich die intakten Lichter sie als perfekt funktionierenden anzeigten. Thaddäus saß circa 30 Sekunden in dieser Stille da, hin und wieder blinzelnd, bis er ein leichtes Schluchzen vernehmen ließ. Er bedeckte seine Augen mit seinen Tentakeln und weinte leise eine volle Minute lang vor sich hin, während im Hintergrund langsam ein Geräusch anstieg, das anfangs kaum hörbar gewesen war. Es klang wie ein langgezogener Windstoß, der durch dichten Wald zieht.
Langsam begann sich das Bilden auf sein Gesicht zu fokussieren. Wenn ich von langsam spreche, meine ich, dass man den Effekt nur bemerkt, wenn man die Bilder in 10-sekündigen Abständen aneinander reicht. Das Schluchzen wurde lauter und vermischte sich jetzt mit Schmerz und klarer Enttäuschung. Für den Bruchteil einer Sekunde begann das Bild stark zu zucken, nur um sich dann wieder, als hätte es sich von selbst wieder eingefahren, zu normalisieren. Das windartige Geräusch nahm langsam an Lautstärke zu und wirkte immer beschwerlicher, als ob irgendwo ein Sturm aufziehen würde. Der wirklich schauderhafte Teil bei der ganzen Sache war, dass sich dieses Geräusch und das Schluchzen von Thaddäus so anhörten, als wären sie echt. Und die Lautsprecher fungierten nur als Schallverstärker, während die Geräusche in Wirklichkeit von der anderen Seite kommen würden. Das Studio legt zwar großen Wert auf Qualität, doch würden sie niemals Anlagen anschaffen, die eine derartige Tonqualität erzeugen könnten. Abseits von den Geräuschen des Windes und Schluchzen klang jetzt außerdem etwas nur sehr schwach wahrnehmbar wie ein Lachen. Es kam in kurzen Abständen und dauerte stets nur eine Sekunde an, sodass man schon sehr genau darauf achten musste. Das Ganze ging jetzt 30 Sekunden so, als das auf die Leinwand projizierte Bild plötzlich verschwamm und das Bild heftig zu ruckeln begann, während ganz kurz etwas auf dem Schirm zu sehen war. Der projektleitende Zeichner pausierte den Film und ging die Frames einzeln bis zur besagten Stelle ab. Und was wir sahen, war furchtbar. Wir sahen das Foto eines toten Jungen. Er konnte nicht viel mehr als 6 Jahre alt gewesen sein. Das auf dem Kopf stehende Gesicht war zerbeult und blutüberströmt. Eines der Augen baumelte nach unten. Er hatte nur noch seine Unterhose an und sein Magen war auf brutale Weise aufgeschlitzt worden. Der Inhalt lag ausgehöhlt neben ihm. Der Junge lag auf einem asphaltigen Untergrund, der höchstwahrscheinlich zu einer Straße gehörte. Das Schockierendste an der ganzen Szenerie war, dass der Schatten des Fotografen über die Leiche zu sehen war. Es gab kein polizeiliches Absperrungsband, keine Tüten zur Sicherung von Beweismitteln oder Beweismarkierer und der Winkel des Fotos entsprach in keinster Weise dem eines Kriminalfotos. Alles deutete darauf hin, dass der Fotograf für den Tod des Kindes verantwortlich war. Verständlicherweise waren wir nun allesamt zutiefst betroffen und geschockt, doch mussten wir mit den Materialsichtungen weitermachen. So hofften wir darauf, dass alles nur ein sehr kranker Witz war. Das Bild ging jetzt zurück auf Thaddäus, der immer noch schluchzte. Es war wesentlich lauter als vorher und nur die obere Körperhälfte war zu sehen. Es schien nun eine blutartige Flüssigkeit aus seinen Augen auszutreten. Das Blut sah ebenfalls sehr realistisch aus, als würde man herkömmliches Blut am Finger haben, wenn man auf den Bildschirm fasst. Der Wind klang nun nach einer heftigen Böe, die durch den Wald fegt. Es waren sogar kurze Geräusche, die wie umknickendes Geäst klangen, vernehmbar. Das Lachen kam nun mit tiefem Unterton und in kürzeren Abständen. Nach vielleicht 20 Sekunden wurde das Bild erneut von heftigen Aussetzern unterbrochen und ein weiteres Foto wurde für einen winzigen Augenblick gezeigt. Nur widerwillig wollte der Mann am Projektor zurück auf diesen Frame gehen, so wie wir alle. Dieses Mal schien das Foto ein kleines Mädchen zu zeigen, welches nicht viel älter als das erste Kind sein konnte. Sie lag auf dem Bauch, ihre Haarspangen befanden sich in einer Blutlache in unmittelbarer Nähe, auch ihr linkes Auge war verschwunden und sie war ebenfalls bis auf die Unterhose ohne Kleidung. Ihre Gedärme waren auf ihrem Rücken gestapelt, unter ihnen befand sich ein ebenso langer wie tiefer Schnitt, der sich quer durch das Rückgrat zog. Auch hier lag der Körper auf einer Straße und die Umrisse des Fotografen waren zu sehen. Das Foto kam dem ersten in Form und Größe ausgesprochen nahe. Ich musste einen starken Brechreiz unterdrücken und eine Mitarbeiterin, die einzige Frau unter uns, verließ den Raum fluchtartig. Die Folge wurde nun weitergespielt. Gut 5 Sekunden, nachdem dieses Foto im Bild zu sehen war, stoppte jeglicher Ton. Genau wie am Anfang dieser Szene. Thaddäus nahm seine Tentakel von den Augen, die im selben Realismus gehalten waren wie die Augen des Konzeptpublikums zu Beginn der Episode. Sie waren voller Blut und pulsierten. Er starrte auf die Front des Bildschirms, als würde er den Zuschauer direkt anblicken. Nach 10 Sekunden begann er erneut zu schluchzen, diesmal ohne sich die Augen zu verdecken. Es war ein durchdringendes Geräusch. Das fürchterlichste daran war, dass das Schluchzen mit Schreien vermengt war. Tränen liefen ihm vermengt mit Blut in sehr hoher Anzahl und Geschwindigkeit das Gesicht herunter. Das Windgeräusch kam jetzt gleichzeitig mit dem bosartigen, tiefen Lachen zurück. Das nächste Foto war für gut 5 Frames sichtbar. Der Mitarbeiter schaffte es am 4. Frame zu pausieren. Es war wieder ein Junge zu sehen, im ungefähr gleichen Alter wie die anderen Kinder.
Doch die Szenerie war eine andere. Die Gedärme wurden von einer stämmigen Hand aus einer Wunde gehoben. Das rechte Auge des Opfers war noch mit dem Körper verbunden. Blut schoss aus der leeren Augenhöhle. Der Mitarbeiter ging schrittweise zum nächsten Bild über, das etwas anderes zeigte. Ebenso verhielt es sich mit den nächsten Bildern. Er ging zurück zum ersten Frame und ließ die Bilder schneller vorspulen. Ich hielt es nicht mehr aus und er brach mich ausgiebig auf den Boden. Die anwesenden Schnitttechniker und Animateure keuchten ungläubig in Richtung Leinwand. Die 5 Frames wirkten nicht wie 5 verschiedenartige Bilder. Sie wurden flüssig wiedergegeben, als entstammten sie einem bewegten Film. Wir sahen, wie die Hand langsam die Innereien aus dem Magen herausfischte. Wir sahen, wie die Kinderaugen jeden Innereien mit dem Blick folgten. Und wir sahen sogar 2 Frames, in denen das Kind zu blinzeln begann. Der leitende Tontechniker veranlasste den sofortigen Stopp des Films. Er musste den Abteilungsleiter, der zu diesem Zeitpunkt bereits zu Hause war, persönlich anrufen, damit er es mit eigenen Augen sehen konnte. Nach 15 Minuten kam jener Mann verwirrt in den Raum gestolpert. Er wollte natürlich wissen, warum man ihn hergeholt hatte, also fuhr der Tontechniker mit der Episode fort. Als die wenigen Frames vorüber waren, stellte sich auch all das Schreien mit all den Geräuschen abermals ein. Thaddäus starrte den Zuschauer an, sein vollständiges Gesicht im Bild für gut 3 Sekunden. Der Schnitt ging schnell zu Ende und eine tiefe Stimme sagte: Tu es! Das nächste, was wir zu sehen bekommen, ist eine Schrotflinte in Thaddäus' Händen. Er richtet die Waffe ohne zu zögern gegen seinen Mund und betätigt den Abzug. Realistisches Blut klatscht mit Hirnmasse vermengt gegen die Wand und auf das Bett hinter ihm. Er selbst wird durch die Gravitation nach hinten gerissen. Die letzten 5 Sekunden der Episode zeigen den seitlich liegenden Körper von Thaddäus vor seinem Bett liegen, ein zermatschtes und ausdrucksloses Auge vor dem kauernd, was von seinem Kopf übrig geblieben ist. Und damit endet die Episode. Der Abteilungsleiter war ganz offensichtlich erbost. Er forderte unverzügliche Aufklärung darüber, was zur Hölle hier denn überhaupt vor sich gehen würde und was das alles soll. An dieser Stelle hatten die meisten Leute den Raum bereits verlassen, also blieb nur unser Häufchen übrig, welches sich die Episode nochmals anschaute. Das alles erneut anzuschauen trug nur dazu bei, die Gesamtheit der Inhalte nur noch tiefer in mein Bewusstsein zu tragen und verursachte später schreckliche Albträume. Ich bereue es, dort geblieben zu sein. Die einzige schlüssige Theorie, die wir entwickelten, war, dass irgendjemand aus dem Umfeld des Studios das Dokument nachträglich bearbeitet hatte. Der technische Leiter wurde noch am selben Tag zu Rat gezogen. Die Analyse des Dokuments zeigte eine nachträgliche Bearbeitung und Überspielung mit neuem Material. Gleichwohl wies der Zeitstempel auf einer Bearbeitungsdauer hin, die 24 Sekunden vor unserer Vorführung im Projektvorraum lag. Das Gesamt für die Produktion dieser Folge verwendete Equipment wurde beschlagnahmt und auf die Verwendung fremder Hard- oder Software überprüft. Auch der Zeitstempel wurde gründlich überprüft, um die Korrektheit der angegebenen Zeit nachzuprüfen. Doch all diese Nachforschungen blieben erfolglos. Wir wussten nicht, was passiert war, und bis zu diesem Tage weiß es immer noch keiner. Es gab Ermittlungen aufgrund der Natur des gezeigten Fotos, diese verliefen aber ebenso erfolglos. Keines der gezeigten Kinder konnte identifiziert werden. Keine Schlüsse konnten aus den involvierten Daten und abgebildeten Schauplätzen auf den Fotos gezogen werden. Davor habe ich unerklärbare Phänomene nie Glauben geschenkt, doch nun, wenn irgendwas passiert und ich kann keine Beweise aufgrund von stichhaltigen Tatsachen herbeiführen, denke ich zukünftig mehrmals über Dinge nach.